Spiel 4. Hallo lieber Joko, hallo lieber Klaas. Schöne Grüße hier aus dem Studio von eurem Lieblingsmagazin TAF. Na, könnt ihr euch noch erinnern, als ihr das letzte Mal Stay the Fuck in My House gespielt habt? Ja? Als euch Footballspieler und Evil Jared mit sehr viel Gewalt und unter sehr viel Gejammer von euch aus diesem Simpsons-Haus rausgezerrt haben? Na, könnt ihr euch noch erinnern, ihr kleinen Klammeräffchen? Das tat euch ja sehr weh. Aber das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb haben wir uns überlegt, komm, das spielen wir noch mal, aber diesmal mit vertauschten Rollen. Diesmal müsst ihr die Gegner aus dem Simpsons-Haus rausbefördern. Die Regeln und vor allem, wer eure Gegner sind, das erklärt euch jetzt der Steven und ich. Ich wünsche euch einfach von Herzen wirklich ganz viel Spaß bei Get the Fuck Out of My House. Get the Fuck Out of My House. Vielen Dank, Tore. Und es wird uns auch heute wieder sehr viel Spaß machen. Meine Damen und Herren hier im Studio, liebe Zuschauer zu Hause, begrüßen Sie jetzt einen Mann, der ist gekommen, um zu bleiben. Er ist der ehemalige Bassist der Bloodhound Gang. Oh. Hier ist Dr. Evil Jared. Gut. Man muss immer vorsichtig sein, man weiß nie, was weißt du, was vor. Das Problem ist, bei dir ist? Was ist das Problem? Du kennst keine Grenzen. Du bist so zu, du machst immer alles zu doll. Ja, aber deswegen haben wir ihn ja auch eingeladen. Evil Jared, komm mal ganz kurz her. Es geht ja darum, wenn man dich zu einer Party einlädt und man möchte nicht, dass du noch bleibst, kriegt man dich noch weg von der Party? Wie kriegt man dich aus dem Haus raus? Gibt es eine Möglichkeit? Polizei. Well, entweder Polizeiwagen oder Krankenwagen. Ein oder andere. Super, das sind tolle Aussichten, weil ich erkläre jetzt das Spiel und dann wisst ihr auch ganz genau, was ihr machen müsst. Also, es hieß mal Stay the fuck in my house. Jetzt heißt es Get the fuck out of my house. Das Wunderbare ist, ProSieben dreht nach dem großen Erfolg dieses Spieles Anfang des Jahres den Spieß einfach um. Jetzt, hör mal ganz kurz. Vergangenheit. So, du musst ihn gar nicht bestellen. Du kommst auf diese Seite. Evil Jared bleibt hier. So, Joko und Klaas, ihr müsst versuchen, Evil Jared aus diesem Haus rauszubekommen. Dafür habt ihr beide 5 Runden a 1 Minute Zeit. Und ich sage an dieser Stelle, mit Gänsefüßchen, alles ist erlaubt. Alles erlaubt. Ja? Gut. Also, Regeln sind relativ klar. Wir kabeln euch einmal ganz kurz ab, damit ihr euch nicht verletzt. Einmal ganz kurz. Genau, da kommen die Damen und helfen euch. Einmal eure Mikros ab. Willst du mir deine Brille geben? Was denn? Also, nee, ich hab... Hast du was Böses über mich gesagt? Nee, gar nicht. Ich hab, Hoffentlich. Ich dachte, weil er moderiert. Egal. Evil Jared, du gehst bitte schon mal ins Haus rein, suchst dir da ein gemütliches Plätzchen. Oh Mann, ey. Ja, bis gleich. So, Joko und Klaas, es gibt ja immer einen klassischen... Erwartung körperlicher Schmerzen. Er hat mir letztes Mal, als das Spiel vorbei war und wir uns dann hinter den Kulissen gesehen haben, weil das so witzig fand, privat noch die Unterhose zerrissen, indem er so hoch... Und den gemacht hat. Der Typ ist nicht ganz dicht. Und jetzt sollen wir den da rausholen. Ja. Wo ist er denn? Also ihr verzögert nur die Schmerzen. Vielleicht ist es aber auch... Ach, guck mal. Er hat sich gemütlich gemacht. Also es gibt einen kleinen Countdown, Jungs, Joko und Klaas. Ja, wenn wir haben ihr eine Idee, wie wir es die Tröte hört, dann habt ihr 1 Minute Zeit, ihn da rauszuholen. Wir haben eine Idee, wie wir es vielleicht machen. Ja, wunderbar. Dann gib mir mal die Mikrofone. Ich würde es gerne moderieren da drin. Gut. Get the fuck out of my house. Wir freuen uns drauf. Joko und Klaas. Jetzt startet's. Warte. Was soll das denn jetzt? Warte, ich nehme mir die Füße,30 Sekunden. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit.
durch die Tür. Stopp! So, kommt wieder zurück. Das sah pervers aus. So, setzt euch bitte hin. Gut, ihr beiden. Also durch die Tür oder durch die Fenster. Das Schöne ist, ich gebe euch jetzt pro Runde 5. Noch 4. Noch 4 und noch 4 Runden. Sehr gut, ja, das stimmt, noch 4. Also ihr bekommt jetzt pro Runde immer ein Hilfsmittel von mir gestellt. Ziehst du dich aus? Folge mir her. Möchtest du dich auch ausziehen oder bleibst du so? Ich will, dass mein schönes Verkommen ist. Aber was soll ich mit dem Besen jetzt? Nee, das ist nur ein Hilfsmittel. Harry Potter hat's ja auch geholfen. Gut, zweite Runde, los geht's. Ihr sollt ihn rausholen, nicht das Haus raus. Ich weiß nicht, was ihr da plant. Gut, also die Taktik ist bisher super aufgegangen. Nächste Runde, ihr kriegt ja immer Hilfsmittel. Ihr könnt also den Besen weiterhin benutzen, aber ich gebe euch jetzt Gaffer-Tape. Und es geht wieder los. Super, es geht wieder los. Evil Jared, bei dir alles gut? Top, dir geht's gut, du entspannst auf dem Sofa. Und hier kommt sozusagen euer Countdown und das Geräusch zum Reingehen. So. Eine Minute. Ich verstehe die Taktik nicht. Sekunden. Noch 10. Euer Plan ist voll aufgegangen mit dem Gaffer-Tape, sehe ich gerade an Joko. Das hat richtig gut geklappt. Und ehrlich. Aber erklär mir ganz kurz, also was wollt ihr denn machen? Erzähl mal ganz kurz. Also erklär mal, wie ihr da rein, mit was für einer Motivation seid ihr reingegangen? Also, wir hatten hier natürlich derben Plan ausgehackt vorher. Ja. Und er war so, also er sollte ihn ablenken und dann wollte ich ihn von oben bis unten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Damit hätten wir ja rechnen müssen. Ist das Gleitcreme? Das Problem, das Problem ist, ey Jared, wenn wir da gleich über dich herfallen, es gibt so viel Perverse in Deutschland, ne? Ganz ehrlich, wir liefern Futter für so viele Tagträume, das kann dir keiner vorstellen. Lass uns das nicht tun. Ja, aber einen sehr schönen Körper für sein Alter. Ja. Also, wie viele Runden haben wir noch? Ihr habt noch 2. Also das Gaffer-Tape ist ja noch drin. Jetzt gebe ich euch ein Fischernetz. Vielleicht hilft das ja.
Gut. Und es geht wieder los. Runde Nummer 4. Und Klaas, komm bitte wieder raus. Hier, das Mikrofon. Es ist zum Verzweifeln. Aber wie soll man ihn da auch rausholen, diesen Brocken? Ihr habt noch eine einzige Runde, um dieses Spiel für euch zu entscheiden. Und meine Damen und Herren, kurze in Runde 5. Kurze Frage. Was denn? Hier, ich muss mich ganz kurz mit meinem Teampartner besprechen. Ich weiß nicht, wie du denkst. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn jetzt in Runde 5 rausholen, hör doch mal ist zu. Gering. Ihr kriegt ja Hilfsmittel. Kraft ist mein Problem. Wir haben aber noch ein bisschen vor uns. Ich würde eher meine Kraft aufsparen. Nein, aber hör mal zu. Ihr kriegt jetzt ja ganz tolle Unterstützung, meine Damen und Herren, und zwar von zwei absoluten Legenden. Sie sind die Erfinder von Zirkus Halligalli. Hier sind Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf. Moin Klaas. Moin Joko. Haben Sie dich direkt verhaftet, ne? Haben Sie ihn direkt verhaftet? Hätte ich dich mal nicht vor die Jungs, Kamera geholt. Jungs, ihr seht ja, die beiden sind erschöpft. Das ist der Kollege, den ich letztens vor der Kamera hierher geholt habe. Ich weiß. Und deswegen, so entstehen Ideen in dieser Firma. Alessio, ja. Alessio war ich schon mal in Italien. Vor genau zwei Wochen saß er nämlich im Publikum. Ja. Und ihr habt extreme Ähnlichkeit. Hoffentlich hat er mehr Talent als du. Also, das heißt, ihr vier habt jetzt in der letzten Runde noch eine Minute Zeit, Evil Jared rauszuholen. Willst du dich nicht auch ausziehen hier? Dann sieht man, dass ihr genau gleich aussieht. Gut. Das ist im Prinzip wie beim Basketball. Ich halte das Mikrofon einfach bei der Taktikbesprechung mitten in die Mitte. Wir beiden machen die Arme. Und ihr macht die Beine einfach. Ja. Beine und Oberkörper und dann. Ja, das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee von dir, Klaas. Machen wir so. So, du ziehst bitte auch die Brille ab, weil da wollen wir nichts kaputt gehen lassen. Gut, und jetzt startet wieder der Countdown. Der hat Poopspray. Ja. Boah. Gut, los geht's. Runde 5. Nee. Rein. Wartet! 30 Sekunden! Und die letzten 10! Alles gegeben, Jungs.
Oh, komm bitte raus aus diesem Pupshaus, bitte. Oh, yeah.